Ja, hallo meine Lieben. Und nachdem jetzt der Titelsoundtrack hier von Stalker Remake 3.0, das ist eine Mod für Stalker Call of Pripyat, einmal durchgelaufen ist, fange ich jetzt das Sabbeln an, das Labern, das Rumerzählen für euch. Ich überlege, ob ich davon ein Let's Play starte. Aufgrund von Stalker 2, was ja dieses Jahr 2023 erscheinen soll, was ich mir dann ja auch nicht direkt gleich kaufen werde. Eigentlich will ich die alten Spiele spielen. Und das Call of Pripyat, das hatte ich in meiner Steam-Bibliothek, genauso wie Shadow of Chernobyl und Clear Sky. Ich habe die aber nie gespielt. Ganz früher mal, vor vielen Monaten, habe ich mal Stalker Shadow of Chernobyl gespielt. Und zwar war das noch auf dem Monitor 17 Zoll, besser dann später abgegradet auf 19 Zoll und alles noch im 4 zu 3 Format. Dann habe ich, wie gesagt, mir das Call of Pripyat hier geholt, gehabt, weil ich es noch nicht hatte. Und hab mir gedacht, ja, spiel's mal an. Und das war dann so, das war so richtig, Da hab ich mir gedacht, guck mal, was es an Mods gibt. Und dann habe ich die Remake 3 Mod gefunden und hab mir die auf ModDB runtergeladen, installiert. Wie das funktioniert, da verlinke ich euch ein YouTube-Video hier unten in der Beschreibung. Könnt ihr dann gerne nachmachen, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber jetzt will ich gar nicht lange rumsappeln. Ich habe die Einstellung auch gemacht, so gut es geht. Ich hoffe, es schmiert mir nicht ab, das Spiel. Ist ein paar Mal passiert vorher. Wenn ich mich an ein paar Regeln halte, sollte es so bleiben. So, jetzt habe ich schon wieder hier fast 5 Minuten gelabert. Von waren 2 Minuten allein der Intro, die Intro-Musik. Naja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich spiele immer auf Anfänger. Ihr wisst das ja, ich bin ein Angsthase bei Shootern und allen möglichen Gruselspielen. Und Stalker mit seinem verseuchten Tschernobyl-Gelände ist da ja nicht anders. Okay, ihr seht auch schon am Ladebildschirm, das ist anders als Original. Wir probieren es mal. Auf geht's, rein ins Spiel. Am 26. April 1986 wird um 1.23 Uhr der Reaktor von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl durch eine Folge von thermischen Explosionen zerstört. Die dadurch entstandene radioaktive Wolke bewegt sich über den europäischen Teil der UdSSR, Osteuropas und Skandinaviens und erreicht schließlich den amerikanischen Kontinent. Die Konsequenzen dieser Katastrophe sind so fatal, dass die Regierung sich gezwungen sieht, eine Evakuierung der naheliegenden Städte und Dörfer anzuordnen. Eine Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern wird errichtet, um die Bewohner daran zu hindern, in das verstrahlte Gebiet zurückzukehren. Trotz der Katastrophe bleibt das Atomkraftwerk Tschernobyl in Betrieb. Die Existenz eines Kraftwerks sowie die Tatsache, dass das Gebiet nicht mehr besiedelt ist, veranlassen den Ministerrat der UdSSR dazu, in der Sperrzone ein Netzwerk aus geheimen Labors zu errichten. 11. Juni 2006. Die Sperrzone wird von einem grellen Blitz erhellt, gefolgt von in den Himmel aufsteigendem Rauch. Nach einem Augenblick der totalen Stille bringt ein dröhnender Donner die Erde zum Beben. Die meisten Truppen der Regierung, die dort zur Bewachung des Gebiets stationiert sind, sterben auf der Stelle. 2008. Die Wissenschaftler haben immer noch keine Erklärung für die Vorkommnisse gefunden. Die seltenen Expeditionen in die Sperrzone enden für gewöhnlich in einer Tragödie und die Überlebenden berichten von mutierten Tieren mit unglaublichen Fähigkeiten, die durch das Gelände streifen. Laut verschiedener Schätzungen beheimatet die Zone im Jahr 2010 zwischen 1 und 300 unbekannte Personen. Sie nennen sich Stalker und verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch das Einsammeln ungewöhnlicher Gesteinsbildungen, die gemeinhin als Artefakte bekannt sind und zu stattlichen Preisen gehandelt werden. 2011. Trotz der Errichtung militärischer Sperrgebiete nimmt die Zahl der Stalker immer weiter zu. Diese halten sich jedoch überwiegend in den Randgebieten der Zone auf und das Zentrum bleibt nahezu unerforscht. Die wenigen Versuche, tiefer in die Zone vorzudringen, schlagen ausnahmslos fehl. 2012.
Ein Stalker namens Strelok lüftet das Geheimnis um den Hirnschmelzer, einen von Menschenhand geschaffenen Sender, der für Jahre ein Betreten des Zentrums der Zone unmöglich gemacht hat. Nachdem der Hirnschmelzer deaktiviert wurde, treibt es alle Stalker in das Zentrum der Zone. Einige mit der Hoffnung, einen wertvollen Artefaktfund zu machen, andere auf der Suche nach dem Wunschgönner. Die Regierung beschließt, eine groß angelegte Militäroperation durchzuführen. Bei diesem Einsatz, Operation Fairway, finden Karten mit Anomaliefeldern Verwendung, um Hubschrauber unversehrt zum Atomkraftwerk Tschernobyl manövrieren zu können. Trotz sorgfältiger Vorbereitung missglückt die Operation und keiner der Hubschrauber kehrt zurück. Major Dektarev, Agent des ukrainischen Geheimdienstes, wird in die Zone geschickt, um das Verschwinden der Hubschrauber zu untersuchen. Verkleidet als Stalker, bewaffnet mit einem gewöhnlichen Sturmgewehr und ausgerüstet mit Verpflegung für 2 Wochen sowie mit einem Funkgerät zur Kommunikation mit dem Hauptquartier, macht sich der Major auf den Weg in das Zentrum der Zone. Ja, meine Lieben, und da sind wir schon im Spiel. Ja, sieht schon besser aus. Also definitiv. Wenn ich die Vegetation angucke, die Bäume, das Gewehr vor allem, die Lichteffekte, macht die Mod auf jeden Fall viel schöner, das Spiel. Na, und ich kenne es noch von früher, wenn es immer mal kurz gehangen hat, hat er was geladen. Also sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, hier kamen doch 2 Typen am Anfang. Ah, wusste ich's doch. Genau so war das. Die sind auch uns nicht feindlich gesonnen, das heißt, wir packen mal die Waffe weg. Es ist ja auch so eine eigene Art bei dem Spiel, dass wenn du mit der Waffe auf die Leute zuläufst, labern sich gleich voll, packt die Knarre weg oder warum und wieso und weshalb. Hallo, du. Schenker, Kämpfer, ja, hi. Ah, dann fragen wir ihn doch mal, wo ist in der Gegend das nächste Stalker-Lager? Ja, er antwortet oben. Ich lade die Koordinaten auf dein PDA hoch. Ach genau, PDA, ja. Das Wrack der Schadowsk ist das einzige große Lager hier in der Nähe. Okay, haben wir das. Jetzt können wir noch fragen. Ich habe eine andere Frage. Was machst du gerade? Aber eine andere Frage. Was fragen wir denn noch? Frage einfach, sagt er. Wüsstest du jemand, der einen Shop für mich hat? Wo findet man Artefakte? Genau, die kann man in den Anomalien ja finden. Was gibt es Neues in der Zone? Dann fragen wir nach, was gibt es Neues in der Zone? Kennst du Nimble? Zurzeit hängt er auf der Schadowsk rum. Er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Egal, was du brauchst, er kriegt es. Er kriegt es. Nun ja, zumindest meistens. In letzter Zeit handelt er hauptsächlich mit Waffen und Schutzanzügen. Alles Spitzenware. Sonderanfertigungen, experimentelle oder handgemachte Sachen. Zwar nicht billig, aber warum auch? Wer was Exklusives will, muss bereit sein, tief in die Tasche zu greifen. Ich weise nochmal ganz kurz darauf hin, ich bin nicht der beste Leser, gell? Ich habe da so ein bisschen eine Schwäche, aber ich gebe mir Mühe. Boah, alle, wo ich die jetzt gedacht habe, oh Mann, was ist denn das? Naja, gut. Jetzt haben wir noch, ich habe eine Frage. Ja. Zu, ich will dich was fragen, kann ich auch noch machen. Nur zu. Weißt du irgendwas über den abgestürzten Hubschrauber? Ah, okay, jetzt haben wir wieder ein Update gekriegt. Zum Plateau herausfinden, wie sie von Noah aus dorthin gelangen. Und er sagte zu mir, ich habe selbst einen gesehen. Nach einem Absturz sah es zwar nicht aus, aber gut geflogen ist er auch nicht. Nicht wirklich. Er ist von einer Seite zur anderen gekippt, bis er schließlich auf einem Plateau im Süden von Saturn aufgesetzt hat. Wäre interessant zu wissen, ob jemand überlebt hat. Wenn wir doch nur wüssten, wie man auf das... Der macht mich wahnsinnig mit so einem Zappel da hinten. Das wäre mir lieber, es wäre dunkel. Wenn wir doch nur wüssten, wie man auf das Plateau gelangt. Allerdings habe ich gehört, dass Noah vom Psychokan einen Weg kennen soll. Vom Psychokan. Okay, der Psychokan. Was haben wir da noch für Fragen? Ach schon gut, wir haben jetzt nichts mehr. Ich habe eine Frage. Ah, Artefakte können wir noch fragen. Wo findet man Artefakte? Weißt du,
wo das Baggerschiff ist. Die ganze Gravitationsanomalien haben dem Ding arg zugesetzt. Aber das sollte kein Problem für einen erfahrenen Stalker sein. Hauptsache, man hat genügend Schrauben dabei. Schrauben. Wie konnte man die Anomalien auslösen, genau. Die man werfen kann. Aber das Schiff ist teilweise verstrahlt. Sowohl innen als auch außen. Es ist fast so, als ob man sich einem großen Haufen angereicherten Uran nähern würde. Ja, lecker. Okay, was machst du gerade? Frage, bla. Ja, bis dann. Können wir mit dem handeln? War da nicht was? Nee, doch, handeln. Können wir doch. Was haben wir denn? Wir haben 2500 Ru. Und er hat eine Granate und eine Wurst. Ja. Nee. Wo ist ein anderer? Da war noch zwei. Ja, ja, du hörst. Wo ist dein Kumpel? Bist du Freunde? Hast du eigentlich auch was zu erzählen? Du willst wohl nicht mit mir reden? Hallo. Das ist schön hoch, finde. Würde mir auch gefallen. Ob ich die jetzt umnieten kann? Könnte ich schon, mache ich aber nicht. Hat auch einen schönen Schrotflinte, ja. Okay, dann schauen wir mal auf den PDA. Da ist er auf P, liegt das Ding. Und er sagte zu mir, das Schiff, Sägewerk, Bauernhof. Ah, da ist die Schadowsk, da sollen wir hin. Konnte man das nicht irgendwie als Ziel auch markieren, sowas? Ist das jetzt automatisch markiert? Wenn ich das anklicke, wir schauen mal auf die Map. Und warum wird er mir eigentlich noch als Stern angezeigt hier? Hey, Bruder! Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Was gibt's Neues dazu? Wüsstest du jemanden, der einen Job für mich hat? Fragen wir das halt auch noch. Vielleicht solltest du Gruß drüben auf der Schadowsk fragen. Es gibt da eine Sache, bei der er Hilfe benötigt. Einige Stalker sind spurlos verschwunden. Jeder glaubt, dass Blutsauger sie auf dem Gewissen haben. Denn die gefundenen Leichen hatten kein Blut mehr in ihrem Körper. Aber es sind einfach zu viele. Fast jeden Tag, jeden zweiten Tag verschwindet ein Stalker. Und dieses Halten ist für Blutsauger eher ungewöhnlich. Cruz hat sogar einen erfahrenen Jäger angeheuert, um diese Blutsauger zu jagen. Was macht er gerade? Wonach sieht's denn aus? Nicht das Geringste. Ach, die kann... Nee, ich will jetzt nicht, dass der mich irgendwo hinbringt. Ich glaube, das ging durch die auch. Ich habe eine Frage. Frag mal noch schnell was. Frag einfach. Ach, schon gut. Was gibt's Neues in der Zone? Ich würde gerne mehr sagen, hat er weiß auch nichts. Okay, bis dann. Hallo, du. Jetzt laber mich nicht voll. Ich vermute mal, da oben der Pfeil. Jetzt in die Richtung. Jetzt müsst ihr auf die Schadowsk zulaufen. Ja, mache ich auch. Alles gut. Dann packen wir aber auch wieder eine Knarre aus. Und ich meine, auf 0 genau. Konnten wir doch auch noch unsere Schussfrequenz einstellen. Das fand ich so genial an dem Spiel. Wir können es nach rechts und nach links kippen. Und auf der 6 waren die Schrauben, gell? Ja, und auf der 5 ist ein Fernglas. Schauen wir uns doch mal hier das Gelände lieber an, bevor wir da durchlatschen einfach. Ja, das ist die Schadowsk, da müssen wir hin. Da steht sie wahrscheinlich auch. Wenn es geht, am besten ohne Gegenwehr. Erstmal. Der Wind. Es pfeift. Auch den Frieden nicht. Scheint aber gar nichts zu sein. Nichts los. Ja dann, auf geht's. Dann rennen wir mal durch. Es hat's aber ganz schön geruckelt.
Was ist hier los? Hier gibt's Krieg. Wer mit wem und warum? Wer schießt denn hier? Ich sehe keinen. Da, da ist ein Stalker. Auf was schießt denn der? Ihr seid auch Stalker, oder? Sprich mit dem Boss, wenn du etwas brauchst. Okay, mit dem Boss? Wer ist der Boss von euch? Hey, Bruder! Ah, über das Sternchen, ne? Ist das Snaik? Sanek-Knoten? Sanek-Knoten? Echt jetzt, die Namen? Hör zu, ich will dich was fragen. Hm. Weißt du irgendwas über die Abschlussstelle des Hubschraubers? Ich habe gehört, dass ein paar abgeschossen sein sollen, aber genaues weiß ich nicht. Ratschen ist nicht so mein Ding. Tut mir leid, wenn dir das nicht weiterhilft. Ja, ich habe eine andere Frage. Hast du noch was anderes? Artefakte? Du sollst in der Nähe der... Oh, halt die Klappe. Sappelt mir nämlich Russisch ins russische Ohr voll. Mann, wie soll ich mich denn da konzentrieren? Ich glaube, ich lese das leise jetzt für mich und ihr könnt es euch auch selber durchlesen. Alter, einfach das Video an. Hm. Das ist ein wunderbarer Baum hier, aber das sollte mir das doch bitte auch geben. Chemische Schutz brauche ich da und eine Menge Munition, weil dieser Hügel das Revier von vielen Hunderudeln sind. Oh nein, Hunde brauche ich gar nicht. Ja, der Cruise, das hat er mir vorhin schon gefragt. Schadows, soll ich den fragen? Ja, gegen die Gebühren, das wollen wir nicht. Ich verstehe. Handeln, schauen wir mal, was er hat. Was war das denn? Ein Cossacks-Wodka. Der reduziert Strahlung, minus 5, Hungerverminderung oder Minderung minus 2 und wirkt dauer 5 Sekunden. Na, das ist aber nicht lang. Eine Granate. Ja gut, komm, wir lassen die in Ruhe. Wir gehen jetzt zur Schadowsk, das hat ja keinen Sinn. Ja, ja. Warum? Was? Wieso 10? Was soll denn hier gerade unterwegs sein, wenn ich hier 10 Ausschläge habe? Das sind die Stalker. Wahrscheinlich die Leute, die da drin sind. Ach, Leute. Mensch. Ja, die Texturen könnt ihr ja sehen. Die sind auf jeden Fall eindeutig besser, als wenn ihr das von Steam original spielt. Ja. Auf dem Video unten sind auch wieder Timestamps in der Beschreibung, wenn ihr auf mehr klickt. Also braucht ihr euch nicht ewig aufhalten an langweiligen Sachen für euch. Hört zu. Hey, Stalker! Wie geht's? Schön! Das habe ich damals bei Shadow of Chernobyl schon so gemocht, wo die am Lagerfeuer immer Gitarre gespielt haben. Hey, Bruder! Ja, dann spielen wir weiter. Haben wir denn was zu klauen hier? Oh ja. Können wir es mitnehmen? Das tut mir gar nicht leid. Das scheint ihn nämlich gar nicht zu interessieren. Ich scheint das gar nicht zu interessieren hier, wenn du denen das Futter wegnimmst. Ja, dann lassen wir doch nichts liegen. Das brauchen wir nämlich alles, wenn wir draußen unterwegs sind. Willkommen auf unserem Sumpfeisbrecher! Ja, bist du neu hier? Das ist okay. Wirst dich früh genug an alles gewöhnen. Die Zone ist ein strenger Lehrmeister, musst du wissen. Ich bin Bird. Der Barmann von hier. Komm zu mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Alles klar? Hast du Arbeit für mich? Erzähle mir von deinem Leben. Ja, frag mich mal nach Arbeit. Das ist ja ein angezockt hier, wenn wir nicht so ewig rummachen. Eine Kleinigkeit könntest du für mich erledigen. Letzte Nacht haben Stalker ein merkwürdiges Leuchten im Baggerschiff gesehen. Im Baggerschiff. Mhm. Selbst für diese Gegend ziemlich komisch.
Ist selbst für diese Gegend ziemlich komisch gewesen sein. Soll selbst, ich sage ja meine Leseschwäche. Geht doch der Sache mal auf den Grund. Ja, also für die Gegend sogar, mache ich jetzt nicht. Das hebe ich mir nur auf. Bis dann. Komm einfach vorbei, wenn es etwas Interessantes gibt. Ah ja, genau, Taschenlampe haben wir ja auch. Und, hast du etwas über Magpie erfahren? Ich habe überall herumgefragt, aber es bringt nichts. Niemand weiß etwas, als wäre er ein Poltergeist oder sowas. Dieser Mistkerl wird es bereuen, dass er weggelaufen ist. Nein, nicht jetzt. Halte ja. Durch, Kumpel. Der Doc hat gesagt, dass du in ein paar Tagen wieder auf den Beinen bist. Nutze doch die Zeit, um dich auszuruhen und mal richtig zu entspannen. Bemor, ich höre. Ah, erzähl mir etwas über dich. Ich brauche medizinische Hilfe. Schrei mir nicht ins Ohr, wenn ich hier was vorlesen will, verflucht. Erzähl mir etwas über dich. Ah, ich bin Arzt, ein ausgebildeter Gehirnchirurg. Was willst du sonst noch wissen? Ich kann einen Hypothalamus mit der Präzision eines Lasers herausschneiden. Aber bisher hat sich dazu in der Zone noch keine Gelegenheit geboten. Hier bin ich nur ein gewöhnlicher Arzt. Einer von vielen. Aber ich verstehe mein Handwerk. Okay, zu dem können wir gehen dann. Ich brauche Medizin, da kann ich was kaufen. Medizinische Hilfe. Im Moment ist ja nichts passiert. Wir können auch mit dem handeln. Das heißt, bei dem können wir Medikamente kaufen dann. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ah, ich glaube, er ist... Was ist denn mit dir los? Hast du Wurzeln geschlagen oder was? Wenn du etwas zu sagen hast, raus damit. Boah, ich bin wenn nicht, dann mach einen Abgang. Ich bin beleidigt. Mann. Kaum drin, schon fotzte ein voll hier. Naja. Hast du Arbeit für mich? Ich brauche Informationen. Jetzt brauchen wir erstmal noch Informationen. Was willst du denn wissen? Oder was willst du wissen? Was weißt du über die abgestürzten Hubschrauber? Fragen wir den auch nochmal. Jeder hier weiß, wo sie abgestürzt sind. Einer ist auf dem südlichen Plateau gelandet, der zweite im Sumpf und der dritte direkt auf den Strommasten des Umspannwerks. Über welche Abschussstelle willst du etwas wissen? Oh je, jetzt kann ich die alle abbrauchen. Oh, jetzt wird immer mehr zu lesen, ich krieg schon wieder Angst. Das wäre schön, wenn es für Ton gewesen wäre. Das freut mich bei Tomb Raider so. Ist so toll. Naja, was gehen wir denn? Wir gehen mal an den Sumpf. Ich sag, oh nee, das machen wir nicht. Das ist mir zu teuer, nischt. Hast du Arbeit für mich? Okay, dann fangen wir an, gehen wir anschaffen. Ich brauche Informationen über aus dem Söldnerlager. Das ist nicht so schwierig. Wie klingt das? Erzähl mir von der Sache. Irgendwelche Söldner sind in der Kläranlage aufgetaucht und ich sterbe vor Neugier, weil ich wissen will, was sie dort im Schilde führen. Schleiche dich in ihr Lager und krall dir alle Informationen über ihre Pläne, die du kriegen kannst. PDAs, Dokumente und so weiter. Bring alles zu mir, verstanden? Dann los. Das wird ein Kinderspiel, wenn du niemanden auf dich aufmerksam machst. Na toll. Söldneranlage, möglichst viele Informationen sammeln. Ist da Handeln? Bei dem können wir doch auch handeln, oder? Ja, der hat doch mehr Zeug gehabt noch. Ja, wir haben 2500 RU, wir haben 180 Schuss, das ist ja mal fast gar nichts. 150 für die Pistolette. Der hat ein Zielfernrohr. Das ist unsere Munition. Die hier. Brauchen wir noch Moon? Ich habe 2 Granaten. 1400 RU. 1040 RU. Alter Schwede, das ist aber teuer. Was für 60 Schuss? Ist mir egal, wir kaufen das jetzt. Ja, und das muss dann erstmal reichen, weil wir haben ja fast nichts an Kohle hier. Mach die Tür von außen zu. Mann, du bist ein unfreundlicher Sack. Gibt's denn das? Was ist denn hier eigentlich? War hier nicht irgendwo auch ein Lager? Ach, das ist doch hier. Alles genau. Klar. Er hier baut hier Zeug zurecht, wenn er gesoffen hat, glaube ich. Und irgendwo muss doch hier ein Lager sein, wo ich Sachen reinpacken kann. Ist das meine Kiste? Nee. Irgendwo gab es eine Kiste für mich. Da nicht?
Bin ich jetzt irgendwie doof? Ja, ist ein bisschen verwirrend, aber da ist er. Das ist die persönliche Kiste, hier können wir Sachen ablegen und... Ja, es wiegt hier auch alles was. Wir haben jetzt 20,2 Kilo, maximal 50 und dann werden wir langsam, können wir kaum noch rennen. Das würde ich sagen, wir packen mal ein paar Sachen weg. Was ist denn das, den Gegengift? Das nehmen wir jetzt nicht mit. Herkules, das ist, wenn wir schleppen müssen, zu viel. Sachs Wodka, lass mal auch mal hier. Armee-Medikit. Das ist ein großes. Lass mal auch hier. Essen brauchen wir auch nicht so viel mitschleppen. Ja, 5 Medikits. Die brauche ich vielleicht gleich am Anfang. Ich halte ja im Moment fast nichts aus. Okay, jetzt sind wir ein bisschen entschlackt hier. Sind nicht wirklich die stärksten, wie ihr sehen könnt. Aber egal. Auf geht's. Raus hier. Da geht's raus. Mit euch rede ich später. Das spielt ja Mundharmonika, wie gut. Hallo. Toll. So, die Sonne ist aufgegangen. Wir schauen uns mal die Zone an. Das reimt sich auch noch. So, auf dem PDA. Wo hat er denn jetzt diese Mission, diese Nebenmission? Ich meine, das war eine Nebenmission. Mit dem Klärwerk, oder? Doc Kräne. Das ist aber weit unten. Das Baggerschiff. Die Boiler-Anomalie. Schewtschenko, Doc Kräne. Ich glaube, wir streifen einfach mal durchs Land, dass ihr was seht hier und vielleicht ist ja irgendwo ein bisschen Geballere und Action hier, wo wir einsteigen können. Wenn ich jetzt da runtergehe. Oh nein. Los, keine Hunde. Ich hasse sie. Du bist mir schon ein sicheres Gardowsk. Wir gehen mal auf die Straße hoch, so schnell es geht. Wenn es geht, bloß nicht in eine Anomalie. Aber man sieht die rechtzeitig vorher eigentlich. Okay, hier ist die Straße. Alter, geh weg, Hund! Oder Wolf, oder was auch immer du bist. Gedacht. Oh, ich hab's gewusst. Oh, wie die aussehen. Was haben die, wie viele Augen hast denn du? Ah. Gibt's hier irgendwas zu finden? Ist doch ein Lager gewesen. Wieso? Das soll Wind darstellen. Ich hab gedacht, hier brennt's von dem Geräusch her. Ja, die Karre ist verstrahlt. Jetzt habe ich Munition besemmelt hier für nichts. Oder wie? Tust du mir was? Tue ich dir was? Ein bisschen mutierte große Katze, hä? Aber die tun uns nichts, so wie es aussieht. Die läuft weg. Da ist die Schleichmission. Der.
Mietz. Miezekater Mietz. Gibt's hier was zu finden? Nö. Da ist leider nichts für uns. Außer die Miezekatze. Ui, was ist denn das? Was ist denn das für eine Riesenanomalie? Oh, Scheiße. Und die Hunde und was auch immer und Wölfe, was sie darstellen sollen, die machen es für mich jetzt gerade nicht einfacher im Kopf. Ich glaube, wo ich das angedattelt und probiert hatte, hier, wie es läuft, war hier absolut nichts zu holen. Hier war kein Mensch drin. Das war alles nur leer. Vielleicht kommt das später im Spiel noch, dass es hier abgeht, aber im Moment nicht. Na dann. Da werden wir nicht durchkommen. Da werden wir nicht durchkommen. Nee, das wird uns wohl dann schön vom Wanz knallen. Das ist nicht gewollt, wir dürfen hier nicht lang. Mindestens nicht so. Dann gucken wir mal, was hier unten los ist. Was bitte ist denn das? Das ist ja komplett verseucht. Aber hier können wir wahrscheinlich hoch. Bist du? Ah, so ein hässlicher Hund. Klingt ja nix. Oh, schnell hier durch. Los, auf geht's da drüben hoch. Ich hoffe, dass uns jetzt hier nichts angreift oder irgendwie beißen will. Ah, die Musik und die Atmosphäre ist schon gut, also... Gerade jetzt mit der aufgehübschen Grafik macht, ist das schon toll. Also, kann jetzt nicht sagen, ja. Sind wir doch, glaube ich. Ich will nur gucken, dass hier nicht irgendwas uns noch überrascht. Da sind wir nicht drüber gekommen. Wir müssen hier unten irgendwie lang. Und das ist für mich der einzige Weg. Da drüben ist alles verseucht. Ich glaube nicht, dass man da durch soll. Jetzt probieren wir mal hier irgendwie hochzukommen. PDA sagt, sind wir hier auf dem Weg? Ah ja, wir sind ja schon an der Nebenmission. Tatsache. Wollen wir doch erstmal ausspähen hier. Ach du Scheiße.
Alter Verwalter, wie viel sind... Hör wieder rum, Stalker. Diese Art ist nichts für dich. Ja toll, jetzt haben sie mich schon gesehen. Verschwinde, solange du noch Beine hast, Stalker. Das war nicht der Plan. Also hier hoch ist nicht so prickelnd. Wie ist denn die ganze Geschichte, wenn ich hier hochgehe? Ja, hier ist die Anomalie, die andere. Er sieht schon heftig aus hier unten. Wie viele sind denn das? An allen Ecken und Kanten, Junge, stehen diese Penner rum. Das kann ja nicht gut gehen. Ich glaube, ohne Stress kommst du hier nicht rein. Bleib mir bloß fern, ihr hässlichen Viecher. Ich möchte, wenn es geht, hier nicht schießen müssen gerade. Bleib mir vom Leib, ihr Pisser. Gut. Mach diese Idioten fertig. Egal wie du es machst. Wo? Da, alles klar. Okay, das hat so keinen Wert. Diesen scheiß Knorrviecher noch im Rücken nervt das noch mehr. Was sind die denn? Kommt hierher, los!
Zeigt euch. Ich meine, dass sie hierher kommen. Wenn sie getriggert sind. Ich meine, man kann sie locken. Im Testspiel habe ich das rausgefunden. 38 Minuten für den Arsch wegen einem scheiß Savegame. Idiot. Das war ein bisschen nah dran. Dieses kleine Arschloch mit seiner Granate. Ganz schön am Bluten, Junge. Die Sau. Zeig dich. So, jetzt wird's aber eng hier. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen verarzten. Alter, was wird das? Kommt hier eine Anomalie? Hier sitzt noch irgendwo einer vor mir. Eine Emission? Na? Wo soll ich jetzt hin? Ich hoffe, die sind auch so clever und machen das. Scheiße, da kommt eine Mission und ich bin voll im Weg, voll im Pump. Wo kann ich mich denn hier in Sicherheit bringen? Gefluchter Mist. Das schaffen wir nicht mehr. Ooh!
Was haben wir denn da jetzt Tolles gefunden? Wir schauen mal in die Emission, mal gucken, was passiert. Wir werden verrecken. Alter Verwalter! Ich mach mich ganz klein! Ganz klein! Ganz klein! Ich versuche mich zu verstecken! Nein, 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 nein! Können wir das überleben? Können wir das überleben? Später. Habe ich hier einigermaßen Glück, dass ich unter der Brücke bin, oder? Ist das egal? Würde das draußen genauso passieren? Scheiße, Mann! Verdammt! Du Mist! Okay, Game Over. Ja, warum beende ich hier die Aufnahme?